Hallo, ich bin Nathalie, 15 Jahre alt. Ich mache gerade mit Kulturwerke Deutschland für 10 Monate ein Auslandsjahr in den USA. Ich bin vor 5 Tagen hier in Amerika gelandet und war die letzten 4 Tage in New York für sogenannte Orientation Days. Und ich werde euch jetzt ein bisschen bei meiner Anreise mitnehmen und bei den Tagen in New York. Ich bin um 7 Uhr morgens von Köln zum Frankfurter Flughafen gefahren mit meinen Eltern und war noch was essen. Dann habe ich mich auch schon von meinen Eltern verabschiedet, was wirklich nicht ganz so leicht war. Aber ich habe ein anderes Mädchen getroffen, die auch mit Kulturwerke in den USA ist und auch nach New York musste. Und wir hatten auch einen Platz nebeneinander und dann haben wir im Flugzeug erstmal ganz viel gequatscht, haben uns unsere Abschiedsbücher durchgelesen. Zwischendurch gab es dann auch noch Essen, was wirklich gut war. Die 9 Stunden Flug sind dann auch schneller vorbeigegangen, als ich gedacht habe. Am nächsten Tag gab es dann wieder Frühstück und noch ein Meeting, da wurden uns dann so ein paar Regeln erklärt und auch nochmal über das Programm gesprochen. Es wurden uns auch noch Ausflüge vorgestellt, die man während des Auslandsjahres machen kann. Das waren dann einmal zum Beispiel ein Trip nach Hawaii oder den Westen zu erkunden. Also da waren echt coole Angebote dabei. Dann sind wir auch schon in die Stadt gefahren. Wir waren zuerst bei der Grand Central Station und beim Central Park. Da hat es zwischendurch dann leider sehr stark geregnet, aber es war auf jeden Fall okay. Dann waren wir noch bei Times Square und es war so cool. Auf jeden Fall allen empfehlen. Es hat super Spaß gemacht. Abends waren wir dann mit allen zusammen essen und hatten auch einen super Ausblick vom Restaurant aus und es war einfach ein so schöner Tag. Man hat so viel erlebt und gesehen. Es war auf jeden Fall super. Am dritten Tag haben wir dann morgens nochmal so Meetings gehabt. Da wurde dann über einfach alles gequatscht, über unsere Gastfamilie, unseren Staat und generell einfach unser Wohlbefinden und alles. Danach sind wir dann wieder in die Stadt gefahren. Da waren wir dann bei dem 9/11 Memorial, was ich wirklich sehr schön fand. Und dann hatten wir auch wieder viel Freizeit und sind danach mit so einem kleinen Schiff rüber zur Freiheitsstatue gefahren. Und hatten wir auch wieder Freizeit. Wir hatten allgemein super viel Freiraum und konnten immer in kleinen Gruppen rumlaufen. Die Freiheitsstatue war wirklich schön und wirklich riesig. Also es war sehr beeindruckend. Nachdem wir bei der Freiheitsstatue waren, sind wir dann wieder zum Times Square gefahren und hatten da wieder viel Freizeit und waren dann abends im Hard Rock Café essen. Dann waren wir wieder ganz spät abends im Hotel und sind dann auch alle schlafen gegangen, weil manche schon um 2 Uhr nachts vom Hotel zum Flughafen sind. Also manche sind da sehr früh losgefahren. Genau, mein Flug ging um 15 Uhr. Ich wurde dann um 11 Uhr vom Hotel abgeholt und bin dann auch nochmal mit anderen Mädels hier nach Michigan gefahren bzw. geflogen. Und hier wurde ich dann sehr lieb von meiner Gastfamilie bzw. ein Teil von meiner Gastfamilie in Empfang genommen. Dann hat mir meine Gastmam erstmal das ganze Haus gezeigt und hat auch gesagt, ich soll mich erstmal sortieren und mich zurechtfinden. Dann mit ihr Abendessen gekocht, das war sehr schön, haben wir auch viel gequatscht. Und nach dem Abendessen war ich dann mit ihr und
dem Hund hier, also meinem Gasthund sozusagen, eine Runde spazieren und habe so ein bisschen die Nachbarschaft erkundet. Genau, und danach habe ich dann mit ihr und meinem älteren Gastbruder einen Film geschaut, was auch sehr schön war, nur ich war dann so müde, ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Und genau, also ich fühle mich schon super wohl hier und hatte echt schöne Tage hier in den USA. Das war es dann tatsächlich auch schon. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und ich habe euch die USA bzw. auch New York ein bisschen näher gebracht. Ich kann euch auf jeden Fall allen empfehlen, sowas zu machen, weil es eine super Erfahrung ist und ich freue mich schon auf die nächsten 10 Monate hier.